Vielleicht habe ich einen Wagen, der besser in diese Kategorie passt. Sollte ich ja eigentlich. Grand Hatch, mal schauen. Wagen. Der passt eigentlich recht gut hinein. Clio. Range Rover ist garantiert mal keine, der da reinpasst. Mito. Ja. Ich bleib beim Ferrari, ist schon gut. So, Brands Hatch Indy. Wieder ein Golf 6 sehr vorne, vor einem Clio V6 24B und Megane RS. Ein S3, ein Mini Cooper, ein Delta, 207 GTI, Megane. Und wer noch? Ich hab's nicht ganz gesehen. Ah, noch ein 147. Aber kein GTA, sondern ein Twin Spark. Wird also schon ein bisschen schwieriger. Ja, wenn ich mich ja schon jetzt verschalte. Und solche Fehler kann ich mir nicht leisten. Jetzt ist das Rennen verloren. Ja, brauche ich gar nicht mehr anzutreten. Nochmal neu. War ich überhaupt nicht vorbereitet. Okay, wieder den dritten eingehakt. Muss besser klappen jetzt. Nicht zu weit raus, nicht zu weit raus. Ja, ganz gut. Den Megane würde ich jetzt auch nicht als Kompaktsportwagen bezeichnen, also kann ich ruhig mit dem Ferrari antreten. Sonst könnte man den BMW 1 auch als Kompaktsportwagen bezeichnen. Okay, obwohl, den würde ich wirklich als Kompaktsportwagen bezeichnen. Okay, das war zu schnell, das war zu schnell. Boah. Gut. Ich liebe es, wie ich einfach mal auf der Bremse so viel näher kommen kann und dann bei der Beschleunigung alles stehen lasse und mal wieder hier neben auf das Gras fahre. Wieder verschalten. Mann, das passiert mir häufig in letzter Zeit. Katos. Schon wieder, das dritte Mal. Und diesmal richtig schlimm. Was hat jetzt hier gesponnen, bitteschön? Hab ich schon dreimal eingeklinkt.
wieder. Irgendwie jetzt passieren mir plötzlich ganz viele Fehler. Warum auch immer. Für den Sieg ist es zwar noch gereicht, aber es hätte jetzt am Ende jetzt überhaupt nicht sein sollen. Dass der Audi S3 zweiter wird, hätte ich nie gedacht. Nie hätte ich das gedacht. Eher auf den Renault Clio getippt. Also nochmal 3 Sterne mehr. Oder den Megane RS. Ich hätte auch eher auf den Megane RS. Nein, hätte ich nicht. Doch? Nein, doch. Doch hätte ich eigentlich jetzt gedacht, es wäre der andere Megane RS, aber egal. Jetzt noch Spa. Passt einfach überhaupt nicht rein, weil diese Strecke 7 Kilometer ist und Brands hätte vielleicht in 3 Runden auf diese Distanz gekommen wäre. Wenn überhaupt. Normale Wagen. Das ist ein normaler Wagen. Okay, europäische Kompaktsportwagenklasse Rennen 3 auf Circuit des Spa-Francorchamps. Und es ist 20 nach 8 jetzt. Es treten an ein VW Golf 6R, ein VW Golf 4 R32, ein Lancia Delta HF Integrale, 2 Mini Cooper, ein Mini Cooper Countryman. Kommt weiter. Ein C4 Coupé 147, ein Alfa Romeo 2 Liter Twin Spark und ein Renault Megane 2 Liter ID Coupé. Gut. Darf ich wahrscheinlich. Ah nein. Gar nicht mal so lange. Überhaupt nicht lange warten musste ich. Ich dachte, es wird länger gehen. Auf die ganze Schikane da irgendwie warten zum Durchfahren. Wow! Komischer Bremsweg. Komische Spur, meine ich. Aber okay. Das geht, glaube ich, nicht voll. Vor allem nicht, wenn der hier so abrupt bremst. Dass ich mich noch so halten konnte. Keine Selbstverständlichkeit. Sorry, sollte ich nicht. Das da vorne ist komischerweise der Golf 6R und nicht der R32. Der ist nämlich da vorne. Das kann nur eins bedeuten: der ist getuned. Boah, nein! Toll! Ganz toll! Alles wieder von vorn. Muss ich alles wieder aufholen, was ich vorhin gut gemacht habe. Aber es ist immer eine schmale Grenze zwischen schnell und wahnsinnig. Und obwohl ich eigentlich selber von mir behaupte, ich bin eigentlich kein wahnsinniger Fahrer, irgendwie rutsche ich trotzdem extrem viel herum.
Okay, zu früh gebremst. Aber lieber zu früh als zu spät. Noch 2,3 Sekunden. Ja, der muss getuned sein. Das immer habe ich die bessere Beschleunigung. Aus irgendwelchen Gründen. Perfekt durch die Orush! Ja, fast perfekt. Dann war wieder mal sehr knapp. Zwischen Gut und Wahnsinn. Leicht allein kein Schlag und okay. Okay, ich habe bemerkt, warum ich mit diesem Auto viel rutsche. Wegen dem abrupten Bremsen. Also weil ich irgendwie lenke und dann die Bremse blöd loslasse. Darum hat es mich immer wieder erwischt. Eigentlich selten wegen dem Wheelspin. Habe ich fast nicht bei diesem Auto. Aber wegen der Bremse. Gerade noch gut gegangen. Trotzdem ist der Vorsprung, trotz meines Fehlers, recht gewaltig. Mal schauen, ob diese Bremsung gut ist, oder sogar immer noch zu früh. Aber soll mir recht sein. Okay, eine Runde, 3 Minuten. Wow, das geht lange. Ja, der Golf 6 Serie ist wohl als einziger nicht getuned. Alle anderen haben wohl ein bisschen aufgemotzte Motoren. Und der Golf 6 Serie ist einfach sehr, sehr langsam. Davon gehe ich aber nicht aus. Okay. Mein Vermögen wächst wieder, jetzt ist es schon wieder 300.000 höher als vorhin, als ich angefangen habe. Okay, ich muss gerade gehen.